Hallo meine Lieben, ja, ihr könnt schon sehen, ich habe mir es heute wieder bequem gemacht und ich würde sagen, ihr macht dasselbe auch mal ganz geschwind. Holt euch was zu trinken, macht es euch bequem auf dem Sofa, denn es wird gleich ein sehr, sehr emotionales Video für euch geben. Also für mich ist es wirklich ein wunderschönes Video, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und jetzt versteht ihr gerade nur Bahnhof, ich fange mal am Anfang an. Und zwar ist es so, dass wir Mitte Dezember eingeladen waren bei der lieben Tara. Sie hat uns herzlich empfangen, sie hat wahnsinnig lecker gekocht und alles total schön vorbereitet. Ich habe so viel gegessen, ich habe mich da rausgekugelt, es war wirklich unfassbar lecker. Wir hatten einen wunderschönen Abend, leider konnte die liebe Sandy nicht mit dabei sein. Sie hat uns aber ein Überraschungspaket geschickt, in dem dann Kuchen war und so leckeres Pulver. Gemisch, das man dann mit Milch mischen musste sozusagen und dann hatte man ein ganz, ganz leckeres Getränk. Somit war sie quasi mit bei uns dabei. Und wenn ihr meine Mädels noch nicht kennt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, also unsere WhatsApp-Gruppe ist, glaube ich, schon bekannt. Ich blende euch mal ein. Und ja, wir waren eben alle zusammengesessen. Dann wurde es irgendwie total hektisch am Abend und dann hieß es, kommt, wir schauen uns ein Video an. Und ich habe mir gedacht, die Tara hat irgendwas Tolles vorbereitet. Ein Video, das wir vorab sehen dürfen. Mir wurde dann der Kuchen abgenommen und irgendwie musste ich mich dann ganz schnell hinsetzen neben die Tara und die Steffi kam dann irgendwie ganz nah. Und ich habe überhaupt nicht geschnallt, was los ist. Ich war irgendwie so, naja, hab mir gedacht, naja, alles klar, schauen wir uns halt mal schnell das Video an, was ist denn jetzt los hier? Und dann hat man im Video die Steffi gesehen. Sie hat Wunderkerzen in der Hand gehabt und ich habe immer noch nicht realisiert, um was es geht, bis dann die 10.000 eingeblendet wurden, beziehungsweise mein Name, also Rossella Mia. Und irgendwie so langsam hat es dann Klick gemacht. Ich war aber, wie gesagt, total überfordert mit der ganzen Situation. Also ich stand komplett neben mir und ich war sprachlos, was nicht oft vorkommt bei mir, glaubt mir. Auf jeden Fall haben zauberhafte Mädels ein wunderschönes Video gemacht für mich, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe das alles so für mich verarbeitet quasi, dass ich jetzt die 10.000 geknackt habe, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal knacke hier auf YouTube. Aber für mich war das einfach ein ganz tolles Ereignis, aber ich wollte es einfach nicht an die große Glocke hängen. Und meine Mädels haben daraus ein wunderschönes Video gemacht, das jetzt im Anschluss kommt. Es sind auch noch ganz viele andere tolle YouTuberinnen mit dabei, die mir auch sehr am Herzen liegen, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr alle kennt. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox und schaut gerne mal bei den Kanälen vorbei. Sie machen ganz, ganz tolle Videos. Und ich habe lange überlegt, ob ich euch dieses Video überhaupt online stellen soll, ob ich euch das sagen soll, weil erstens mal habt ihr es wahrscheinlich auf dem Kanal von der Steffi schon gesehen. Sie hat das Ganze ja organisiert. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich die Steffi damals kennengelernt habe. Mit ihr hat alles angefangen und ich liebe sie halt über alles. Wir sind quasi zusammen. Ich habe auch schon ihre Eltern kennengelernt. Ja, so ist es nicht. Nein, Spaß. Also ja, ich liebe die Steffi über alles und so langsam hat sich dann unsere WhatsApp-Gruppe quasi gebildet und ohne meine Mädels möchte ich einfach nicht mehr sein. Jede ist mir unglaublich wichtig. Es ist egal, was ist. Tagsüber, ob es was Wichtiges ist, was Lustiges, was Trauriges. Es ist immer jemand da, wir können es immer reinschreiben und wir bekommen immer eine Antwort. Wir helfen uns quasi gegenseitig. Und warum, ja, lade ich heute dieses Video für euch hoch? Nicht, weil ich damit angeben möchte, dass mir jemand so eine tolle Überraschung gemacht hat oder dass ich die 10.000 geknackt habe, sondern weil ich euch eigentlich damit sagen möchte, dass ich durch YouTube zauberhafte Mädels kennengelernt habe, die jetzt meine Freundinnen sind und ich ohne sie also wirklich nicht mehr sein möchte. Ja, ich habe auch schon schlechte Erfahrungen gemacht auf YouTube. Das bleibt nicht aus und das möchte ich auch nicht verheimlichen. Das ist eben auch ein Teil. Und früher habe ich eben gedacht, dass jeder so für sich ist, jeder macht so seinen Kram und keiner will niemandem helfen sozusagen, weil man will ja alles nur für sich alleine. Aber die Mädels haben mir gezeigt, dass es eben nicht so ist und das Positive überwiegt eben dem Ganzen. Ja, dieses Video wollte ich euch heute hochladen und wir sind ja schon zwischen den Jahren, wie man so schön bei uns sagt. Und deshalb wünsche ich mir, dass ihr ein wunderschönes, glückliches neues Jahr habt, dass ihr auf jeden Fall gesund bleibt, denn das ist das
Wichtigste, dass ihr zufrieden seid und eben glücklich. Behaltet eure Freundinnen im Auge. Freundschaften müssen auch gepflegt werden, das kann ich euch sagen. Und ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall für euch. Ich schaue mal, ob ich euch noch ein Video dann hochladen werde. Das habe ich schon vor langer Zeit vorbereitet. Es ist was zum Essen. Das möchtet ihr ja immer sehen. Mal gucken, dass ich euch das noch hochlade. Und ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Macht es euch jetzt bequem und schaut euch dieses wunderschöne Video an. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben und hallo meine kleine Pocahontas. Ich habe ein bisschen Angst vor den Dingern. Ich widme dieses Video meiner Freundin Heidi, hier bei YouTube, besser bekannt als Rossella Mia. Vielleicht kennt ihr ihren Kanal, wenn nicht, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ich muss jetzt warten, bis die abgebrannt sind. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt und ich habe mir das so schön überlegt hier mit den schönen Dingern. Wunderkerzen, denn es gibt was zu feiern. Die liebe Heidi hat nämlich, tada, 10.000 Abonnenten erreicht bei YouTube. Jetzt hört es auch ein bisschen auf mit diesem Geraschel, aber es musste jetzt einfach sein. Liebe, liebe Heidi, ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Das ist wirklich eine Wahnsinnszahl. Ich kann mich noch erinnern, als du damals zu mir sagtest, ach 10.000, Steffi, das ist so weit weg, das werde ich wahrscheinlich niemals erreichen. Aber ist nicht schlimm, ich mache das ja aus Liebe und ich mache das, weil es mir so viel Spaß macht. Das fand ich einfach so süß und jetzt ist es soweit. Am 2. Dezember hast du die 10.000 Abonnenten geknackt und das ist wirklich einfach wunderschön. Ich freue mich wirklich sehr für dich, denn durch YouTube haben wir zwei uns gefunden, als hätten wir uns gesucht. Wir haben uns einfach gefunden und wir haben uns ineinander verliebt sozusagen und seitdem sind wir zusammen. Ist ja so, also wir sind richtig Freunde geworden, wir sprechen jeden Tag miteinander, wir haben uns schon besucht, wir kennen gegenseitig unsere Familien, wir haben Videos zusammen gedreht, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir waren gemeinsam schon auf Events eingeladen und dürfen so viele tolle Sachen miteinander erleben. Heute, wenn du dieses Video hier zum ersten Mal siehst, sitzen wir auch wieder zusammen und ich hoffe, dass es dir einfach Freude macht, diese Glückwünsche hier entgegenzunehmen. Und wenn du siehst, wie lang das Video geht, keine Angst, ich laber jetzt hier nicht die ganze Zeit am Stück, denn es gibt noch ein paar andere liebe Menschen, die dir gerne gratulieren möchten zu diesem Wahnsinnserfolg. Wer das alles ist, siehst du jetzt gleich im Anschluss. Ich möchte dir jetzt einfach nur sagen, ich freue mich wahnsinnig für dich. Ich liebe dich, mein Schatz, und mach noch bitte ganz, ganz lange weiter YouTube-Videos. So tolle Videos, wie du sie bisher gemacht hast. Du hast es dir einfach verdient. Tschüss! Liebe Heidi, du siehst, wir haben auch ein Video für dich gedreht, so wie ihr das auch damals für mich gemacht habt. Und ich hoffe natürlich, dass du dich freust, denn wir gratulieren dir alle zu deinen 10.000 und bald 11.000 Abonnenten. Das ging jetzt super, super schnell in ganz kurzer Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass du ganz, ganz viele Nullen da dranhängen kannst, so viele, wie du gerne haben möchtest. Und dass du immer ganz viel Spaß an dieser Sache hast und dass du immer so bleibst, wie du bist, unsere liebe Heidi-Mama. Und dass du ganz viel Spaß bei mir gerade zu Hause hast, wo du dich gerade befindest. Und dass du uns alle einmal in den Arm nimmst, weil wir gerade alle um dich sitzen. Und ja, ich wollte dir sagen, dass ich dich ganz, ganz doll lieb habe und dass ich froh bin, dass ich dich kennenlernen darf und durfte. Und wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viele Abonnenten und ganz, ganz viel Spaß in dem, was du gerade tust. So, und ich würde sagen, wir stoßen jetzt einmal zusammen an und die nächste ist jetzt dran. Tschö! Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Mama, mir ist das eine Zahl, die du dir auf jeden Fall verdient hast. Man merkt es und man spürt es einfach in deinen Videos, wie viel Liebe darin steckt und wie viel Mühe du dir immer gibst. Und ich gönne dir diese Zahl von ganzem Herzen. Und ich bin super dankbar, dich durch YouTube kennengelernt zu haben. Du bist in meinem Leben auf jeden Fall jemand ganz Besonderes, spielst eine große Rolle. Wir haben ja fast täglich Kontakt und ja, ich will gar nicht mehr viel sagen oder erzählen, außer dass ich dich ganz, ganz doll lieb habe und dass ich dir weiterhin ja ganz viel Spaß noch wünsche und dass du noch ganz, ganz viele Abonnenten dazu gewinnst, denn du hast es auf jeden Fall verdient. Du bist eine tolle Frau, sehr bewundernswert und jetzt mache ich Schluss. Sag einfach Tschüss, ganz lieb. Hallo liebe Heidi, auch ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich zu 10.000 Abonnenten gratulieren. 10.000 Abonnenten, das ist so, 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 so cool. Du hast es dir absolut verdient. Deine Videos sind bombastisch gut und du bist ein herzensguter Mensch. Ich bin total froh, dass wir uns damals zum Kaffee trinken und zum stundenlang bzw. die ganze Nacht durchquatschen getroffen haben und daraufhin die WhatsApp-Gruppe eröffnet haben. Und ja, was sich daraus entwickelt hat, ist mega, mega cool. Ich freue mich, dass wir uns kennen. Hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder live. Und ja, auf die nächsten 10.000, 100.000, 1 Million Abonnenten.
Abonnenten. Ich habe dich ganz so lieb und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Hallo Heidi, ich wünsche dir alles, alles Gute zu den 10.000 Abonnenten. Wir haben in letzter Zeit so getan, als hätten wir das nicht gemerkt, dass du die 10.000 geknackt hast. Aber heute werden wir dich dafür umarmen und knuddeln und dir vom ganzen Herzen gratulieren. Ich wünsche dir noch 1.000 mal 10.000 Abonnenten, noch mehr dazu. Ich hoffe, du erreichst mit deinem Kanal alles das, was du willst. Und ich wünsche mir, dass du für immer und immer so bleibst, wie du jetzt gerade bist. Klar, ist ja logisch. Hab dich lieb! Meine allerliebste Lieblings-Heidi, ich bin so stolz auf dich und ich weiß, dass dir diese Zahl im Grunde genommen eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Aber ich weiß, wie wichtig dir dein Hobby geworden ist. Und vor allen Dingen haben wir uns dadurch gefunden und darüber bin ich mehr als glücklich. Ich liebe dich über alles und ich bin so froh, dass du in meinem Leben bist und ich bin so stolz auf dich und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich kriege ja schon Pippi in die Augen. Hallo, liebe Heidi. Auch von mir, von ganzem Herzen alles, alles, alles Gute zu über 10.000 Abonnenten. Ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Spaß auf YouTube. Wir freuen uns alle, wenn du ein Video hochlädst und dein unglaublich schönes Lachen mit uns teilst. Und ich hoffe, wir sehen alle noch ganz viel von dir und es werden noch viele Nullen an diese Zahl folgen. Du wirst den Spaß daran nicht verlieren und ja, teilst weiterhin so wundervoll dein Leben mit uns. Alles, alles Gute und ich hoffe, bis ganz bald mal wieder in echt. Liebe Heidi, auch von mir herzlichen, herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Ich finde, 10.000 sind wirklich eine Menge, vor allem wenn man sich vorstellt, wenn die 10.000 wirklich direkt vor einem stehen würden. Vor allem, wenn man so unglaublich authentisches und sympathisches wie du, jemand, der sich nicht verstellt, wo einem nicht was vorgaukeln möchte. Und ich hoffe wirklich, dass da noch viele, viele Abonnenten dazukommen. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen der weiteren lieben Glückwünsche, die die anderen Mädels dir hinterlassen haben. Und noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ja, bleib so, wie du bist. Bis dann. Ciao. Hallo, liebe Heidi. Ja, auch von mir. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Wow, 10.000 Abonnenten. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich würde einfach mal sagen, auf die nächsten 10.000. Ich kann mir YouTube ohne deine Videos, ohne deine fröhliche, quirlige Art einfach nicht mehr vorstellen. Hoffe also, dass du uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben wirst auf YouTube. Wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, dieses Video freut dich, dass wir dir eine kleine Freude zu deinen 10.000 Abonnenten bereiten konnten. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich immer noch sehr darüber, dass ich dich letztes Jahr in Deutschland persönlich kennenlernen durfte. Du bist wirklich eine ganz, ganz liebe und nette Maus und ja, ich schicke dir den dicksten Knutscher vom anderen Ende der Welt und congratulations! Herzlichen Glückwunsch, liebe Heidi. Hallo, liebe Heidi. Auch ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinen 10.000 Abonnenten. Du hast es wirklich verdient. Meiner Meinung nach auch noch viel, viel mehr. Ich liebe deine Videos wirklich mit dir und deinem Sohn und ich schaue sie wirklich so, so gerne. Und es hat mich wirklich total gefreut, letzte Woche auch mal deinen Sohn kennenzulernen und euch beide mal zu drücken. Ja, ich will mich nochmal kurz für diese schlechte Handyqualität entschuldigen. Und zwar ist nämlich meine SD-Karte in meinem Laptop abgebrochen. Also typisch ich, aber wie gesagt, ich wünsche dir auch mit dieser schlechten Qualität, ja, alles, alles Gute weiterhin. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hallo, liebe Heidi. Auch ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich zu diesem Meilenstein gratulieren. 10.000 Abonnenten ist natürlich wow und ja. Es sei dir gegönnt, du hast sie dir verdient und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg hier auf YouTube. Bleib so, wie du bist und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich drück dich und bis bald. Tschüss. Hallo liebe Heidi, alles, alles Gute zu deinen 10.000 Abonnenten. Wow, was für eine Zahl. Auf die nächsten 10.000 Abonnenten. Und ja, lass dich nicht verbiegen, bleib so wie du bist, bleib dir treu. Und ja, ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Einen dicken, dicken Knutscher von mir. Herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten. Woo! Wir wünschen
dir alles, alles Gute auch für die Zukunft, dass es so weitergeht, wie es jetzt schon läuft. Und wir drücken dich auf jeden Fall ganz fest heute. Ja, wir wünschen dir alles, alles Gute und hoffen, dass du noch eine ganz tolle Zeit auf YouTube mit uns hast. Und ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal wieder. Wir haben uns ja schon mal getroffen und das war echt cool. Und ja, vielleicht treffen wir uns dann auch mal alle zusammen. Dann bist du auch dabei. Das wäre auf jeden Fall schön. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.